Herzlich willkommen bei Grotenburg TV nach dem Spiel VfB Spielhof gegen KFC Uerdingen. Endstand 3:0. Das Ergebnis hört sich klar an, aber war ein hartes Stück Arbeit. Das war uns schon vorher bewusst, dass wir hier auf dem Kunstrasen gegen Spieldorf schwer haben werden, weil die ja hinten drin stehen. Aber wichtig ist, dass wir jetzt gewonnen haben 3:0 und haben eigentlich nichts anbrennen lassen. Hinten und vorne haben wir immer wieder unsere Chancen gehabt und in zweiter Halbzeit haben wir die genutzt. Jetzt sind wir Herbstmeister vorzeitig. Hättest du im Vorfeld gedacht, dass das so glatt durchläuft? Ja, wir haben einen super Start hingelegt und wir machen von Woche zu Woche. Und wer hätte zum Beispiel letztes Jahr gedacht, dass wir nicht aufsteigen? Deswegen gucken wir von Spiel zu Spiel, wurden schlauer. Bei dir ist jetzt richtig der Knoten geplatzt. Letzte Saison hast du deine Tore zwar auch gemacht, aber irgendwie haben wir nicht das Gefühl gehabt, dass es richtig rund lief. Diesmal scheinst du echt, du bist so präsent und so laufstark auf dem Platz und man merkt richtig, dass du die Selbstsicherheit ausstrahlst. Woran liegt es diese Saison? Das ist in erster Linie die Fitness und die Mannschaft halt. In der Mannschaft klappt es, vorne kriege ich meine Chancen und etwas Glück habe ich und ich mache die zur Zeit. Alles klar, vielen Dank, bis nächste Woche. Ne?